Guten Morgen, Freunde. Wir haben aktuell 5.30 Uhr, meine ich. Es ist 5.38 Uhr, das heißt, wir müssen in 2 Minuten hier los. Ja, ich habe mein Turnieroutfit so halb an. Hose natürlich auch. Jogger drüber, damit gleich im Stall nichts dreckig wird. Hier liegt noch der Rest, den ich auf gar keinen Fall vergessen darf. Ja, ich bin erstaunlich fit dafür, dass es so früh ist. Mag an der Aufregung liegen, aber man weiß es natürlich nicht. Ja, 6.30 Uhr waren wir im Stall los. Ich habe das dann gestern Abend schon eingeflochten und eingenäht und sauber gemacht und alles soweit vorbereitet. Der Hänger ist auch fertig, der muss noch ins Auto. Ja, dann packen wir die restlichen Sachen ein und dann fahren wir circa 30 Minuten. Wir wollen so um 7 da sein, das heißt 1 Stunde bevor die Prüfung anfängt. Ja, und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich im Stall. Ich habe so T-Shirts fertig gemacht für meine Begleitpersonen, die beim Turnier dabei sind. S, M, L und XL und jeder kann gucken, was ihm so passt und so sehen die Dinger aus. Ich finde es wirklich fantastisch. Die Autofahrt in den Stall habe ich einfach mal nicht gefilmt. Hier war Finn dann schon schwer bepackt und Jessica hat noch mehr auf ihn draufgepackt. Ja, Daris Tanner war schon fertig. Da hatte ich ja den Abend davor schon eingenäht und hier waren die Zöpfchen. Da habe ich gleich noch Glitzer reingemacht. Den kann man jetzt einmal sehen. Finde ich wirklich sehr niedlich. Ja, wir haben ihn dann eben schnell verladen. Das geht wirklich immer 10 von 10. Das ist das liebste Pferd der Welt. Und ja, dann haben wir den Pogo da reingepackt und dann ja, die Stange rein und vorne habe ich ihn festgemacht. Hier guckt er jetzt gerade nochmal raus. Ganz fein, wie er halt so ist. Ich muss ihn doch mal ein bisschen kürzer machen. Und ein Stück nach vorne ziehen, weil, wie ihr hier sehen könnt, sein Bein noch hinten war und er wollte partout diesen 3 cm nicht nach vorne gehen. Ja, dann, ne, Klappe zu, Affe tot. Ging's los. Nochmal geguckt, ob hinten auch die Klappe zu ist. Und jetzt erzähle ich euch irgendwas. So, wir sind auf dem Weg. Meine Fahrerin und meine mentale Unterstützung ist auch dabei. Die andere sitzt da hinten und die anderen beiden kommen später noch. Wir fahren jetzt noch 28 Minuten und aktuell bin ich 6. Starterin, das heißt, ich bin an zweiter Stelle. Und das finde ich schon mal gar nicht schön. Aber gut, da muss man damit umgehen können. Ich habe jetzt ja noch eine Weile, um mich da mental drauf einzustellen. Aber das stresst mich direkt. Was soll's? Was sagst du so? Mach ich eh einen Voice-Over drüber. Achso. Dann brauchst du auch kein Interview geben, dann guck ich mal zum Esel. Ihm geht's super. Ihm geht's super, sagst du? Einmal gucken. Ja? Ja. Aua. Mir ein bisschen den Kopf gestoßen. Sehr schön. Ich habe dann auch noch mal schnell die Lage gecheckt, bevor ich mich dazu entschlossen habe, mich in meinen Stiefel zu quetschen. Wobei ich da inzwischen ganz gut reinpasse. Da wollte Finn gerade wegfilmen, weil er dachte, ich ziehe da blank. Aber ich hatte offensichtlich meine Turnierhose drunter an. Das war ihm nicht so ganz geläufig. Naja, dann genau, hier Stiefel hoch und so. Und hier ne, Reißverschluss und Knopf und tada, da ist mein Outfit. Das ist der Shit. Nein, du kannst doch jetzt nicht direkt aufgeben, Mensch. Naja, ich hatte es mir dann doch anders überlegt und habe mir den C-Coach hier verkabelt. Wobei ich ehrlich bin, bei der Prüfung hätte ich es vielleicht einfach lassen sollen. Aber Erfahrung sammeln ist auch wertvoll. Dementsprechend geht es jetzt halt einfach los. Ich war auch wirklich 12 von 10 angespannt. Das Pferd war auch, ja, was, wie soll ich sagen? Er war energiegeladen. Er war, ja, wie ein Rennauto. Kurz bevor es auf die Rennstrecke fährt. Aber wir wollen offensichtlich kein Rennen hier reiten, sondern eine schöne Dressuraufgabe. Das war ihm aber heute nicht ganz so klar. Auf dem Abreiteplatz ging das alles noch ganz gut. Er war zwar schon ziemlich an und hat viel rumgeguckt und hinten bei diesen Häuschen viel geschaut, aber da dachte ich noch, ja, komm, ne, junges Pferd und naja, das kriegen wir schon irgendwie gebacken. Es gab aber auch viele Ponys zu sehen, muss ich sagen. Und Ponys findet er einfach gruselig. Hier jetzt nicht, aber weiter vorne neben dem Dressurviereck war wie so ein Ponyspringen und das ja, fand er gar nicht lustig. Da hat er sich gut ablenken lassen. Hier dachte ich schon so, das kann nichts werden, aber wir reiten da jetzt einfach rein und versuchen da irgendwie durchzukommen. Vielleicht hätte er mich auch noch überrascht und es wäre auf einmal gar nicht mehr so schlimm gewesen. Aber die Kulisse hat ihn wirklich noch sehr beeindruckt und ich kann ihm natürlich noch nicht so geisteskranke Sicherheit geben. Ihr habt jetzt gleich mal ein paar Ausschnitte von der A2 Sterne, unsere allererste Prüfung an einem aufregenden Tag und einem, ja, einer sehr interessanten Kulisse für ihn. Man sieht hier auf jeden Fall schon, dass ich sehr, sehr wenig zum Reiten komme.
Er ist einfach oben aufgesetzt, läuft halt, ist spannig und glotzt hier in jede Himmelsrichtung. Ich war eigentlich nur Beifahrer und habe da versucht, irgendwie durchzukommen, ohne einen Abgang zu machen. Das habe ich zumindest schon mal hingekriegt. Das war einfach nur rumgehoppelt. Er ist auch die ganze Zeit hinten umgesprungen und Schritt ging auch nicht, weil wir mussten dann ja loszackeln und uns ganz doll aufregen. Und dann sind wir hier ein paar Wechsel gesprungen, die nicht in der Aufgabe waren. Links, rechts, hier ein bisschen geglotzt. Auf dem Hufler konnten wir auch nicht. Und dann sind wir hier nochmal kurz ein bisschen spannig vorbeigetrabt. Sind hier nochmal durch die ganze Bahn und tschüss. Und ja, so insgesamt jetzt nicht so der krasseste Auftritt, aber wir sind durchgekommen. Das Einzige, was gut geklappt hat, war hier das Halten und das Rückwärtsrichten. Das muss ich tatsächlich mal so sagen. Die einzige Stelle, vor der ich Schiss hatte. Aber dann ist das so. So, ich habe mich wieder gefasst und kann jetzt mal eben kurz was erzählen. Also offensichtlich haben wir komplett reingeschissen, aber ich bin nicht großartig enttäuscht, weil ich habe das tatsächlich auch erwartet. Was soll's. Ja, ich bin irgendwie im Keinster davon zum Reiten gekommen, aber immerhin sind wir durchgekommen, ohne dass ich runtergefallen bin, was ja schon mal schön ist. Aber heute habe ich ja wenigstens einen Helm auf, also hätte ich ja runterfallen können. Von daher, ja, alles gut. Vielleicht hat mich auch der Helm gestört, ich weiß es nicht. Es lag wahrscheinlich am Helm. Ja, man muss ja irgendjemandem die Schuld geben. Ja, morgen wird es hoffentlich besser. Also, ne, vielleicht da geht er kaum noch. Von daher, ja, gucken wir mal, wie es ist. Ich genieße jetzt hier noch das schöne Wetter. Da läuft gleich noch eine L. Vielleicht wird das ja besser. Morgen kennt er den Platz ja auch schon. Und ich weiß noch gar nicht, ob ich das Video jetzt einzeln lasse oder ob ich einfach alle drei hier reinpacke, weil ich glaube, es ist jetzt so ein bisschen kurz. Ich weiß auch gar nicht, das Licht ist auch super scheiße und wahrscheinlich versteht man mich auch nicht. Aber ich denke, ich mache die Prüfungen beide von morgen auch noch mit rein und mache dann einfach ein super langes Video. Muss ja auch irgendwie Geld verdienen, da kommt dann auch mehr Werbung rein. Aber bis dann. Sag schon, wenn man was will. Ja, kleiner Spoiler, so lang wird das Video gar nicht. Ich dachte, wir sind so bei 30 Minuten irgendwie, aber ich glaube, es sind nur gut 15 Minuten. Naja, jetzt ist hier Tag 2, es ist dementsprechend Sonntag. Ich reite heute eine Dressurreiter A und eine A 1 Sterne. Hier muss ich mal eben kurz was erzählen. Was sagst du, wie ist das Gefühl? Du machst jetzt eh nicht drauf. Ähnlich wie gestern bis jetzt. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, natürlich war ich etwas vorbelastet durch den Tag davor, aber ich wollte auch diesem Tag eine neue Chance geben. Also Trense drauf und runter mit dem Hottehü. Also das geht natürlich immer alles fantastisch. Er steht gut auf dem Hänger, er geht hoch, runter, dies und das und lässt sich so insgesamt echt gut handeln. Gestern war doch einfach das Problem, dass er dann Pipi musste. Das musste er dann zu Hause direkt. Er macht das auf dem Hänger und auf dem Grasplatz nicht. Und das hat ihm, glaube ich, auch echt viel Konzentration noch gekostet. Und ihr werdet sehen, heute machen wir das alles schon viel, viel besser. Er sieht echt niedlich aus. Ich habe heute auch mal auf den Glitzer verzichtet, weil, weiß ich nicht, heute war mir nicht so danach. Ne? Manchmal braucht man es halt auch einfach nicht, ne? Dann will man es halt einfach nicht. Ja, dann waren wir hier schon auf dem Abreiteplatz. Das Gute war halt auch echt, dass heute das Abreiten neben dem Dressurviereck war und nicht hinten ja, in diesem Waldstück mit dem Baum und den Hütten. Da hatte er nämlich auch viel zu schauen und hier konnte ich auch viel, viel besser abreiten. Es waren keine Ponys, die er nicht mag und es war einfach eine sehr ruhige, angenehme Atmosphäre, muss ich dazu sagen. Also ich konnte mich da auch schon viel, viel besser entspannen und er war auch total bei mir. Ich hatte da wirklich einfach ein super gutes Gefühl. Also ich war da schon, ja, sehr guter Dinge in diesem Moment. So, und dann ging es nämlich auch schon ins Viereck. Hier war ich einmal mit meiner Mitreiterin und den anderen beiden, die vor uns waren in der Abteilung. Die haben noch einmal ihre Besprechung vorne gehabt bei den Rechern. In der Zeit konnten wir den Pferden natürlich nochmal das Viereck zeigen. Das habe ich dann auch ganz in Ruhe gemacht. Mein Ziel war einfach nur durchzukommen und eine Note zu kriegen, weil gestern habe ich ja, wie gesagt, in R2 Sterne auf die Note verzichtet und heute war mein Ziel einfach nur einmal durchkommen, in Ruhe durchkommen. Ich habe ihn vorne wirklich viel in Ruhe gelassen. Ich wollte einfach ganz entspannt für uns ein schönes Erlebnis erstmal haben, weil ich wusste ja, dass ich noch eine zweite Prüfung an dem Tag habe und da wollte ich dann einfach ein bisschen mehr angreifen, wenn ich hier erstmal ruhig durchgekommen bin. Also ich bin weder auf Sieg noch auf Platzierung noch sonst irgendwas. Für mich war es einfach nur wichtig, dass wir ruhig und entspannt und als Einheit durch diese Prüfung kommen. Und das habe ich auch in meinen Augen sehr gut hinbekommen und auch in den Augen anderer. Ich war sehr, sehr zufrieden, gar kein Vergleich mehr zu gestern. Also ich hatte ein super gutes Gefühl. Und das haben mir auch nochmal die Richter bestätigt. Selbst gestern habe ich noch gutes Feedback für ihn bekommen, dass er ein sehr qualitätsvolles Pferd ist, mit einem guten Grundschwung. Und ja, heute haben wir dann in der A1-Sterne eine 6,3 bekommen. Natürlich hätte ich da noch viel mehr rausreiten können und viel mehr machen und tun. Aber das war, wie gesagt, nicht mein Ziel. Ich wollte einfach einmal kurz
mit ihm ein schönes Erlebnis haben und uns dann in Ruhe auf die zweite Prüfung vorbereiten. Taristan habe ich dann dafür nochmal auf den Hänger gestellt. Wir hatten circa 1,5 Stunden Zeit, bis ich wieder auf dem Pferd sitzen musste. Mama hat ihn dann mit Äpfelchen und Karotten verwöhnt. Denn ich glaube, dafür haben wir auch hauptsächlich diesen Klappstuhl dabei, damit man sich dann vors Pferd setzen kann. Ja, Finn konnte es nicht glauben, aber das ist halt so. Genau das ist Mutis Job. Sie hat uns dann noch ein bisschen Obst geholt, dann habe ich mich auch noch etwas entspannen können. Und ja, dann ging es gleich weiter. Hier sind noch süße Mädels gewesen, die uns Kuchen gebracht haben. Hallo. Und jetzt machen wir einfach mal direkt einen Cut in die letzte Prüfung, in die Dressurreiter A. Also ich bin natürlich ganz normal vorher noch mal eben 5 Minuten abgeritten, gar nicht viel. Er war ja auch schon ein bisschen kaputt von der ersten Prüfung. Ich musste ihm ja auch nicht mehr viel zeigen. Er kannte das ja jetzt schon. Ja, und hier sind wir jetzt schon zusammen im Viereck und jetzt geht's auch los. Und ich muss euch sagen, genau in diesem Moment haben mich die Kräfte verlassen. Ich bin ja durch diese erste Ecke geritten, kurz vor die Mittellinie zum Halten und da dachte ich, nein, du schaffst das heute einfach nicht mehr. Ich war ein einziger Haufen Matsch und ich konnte nicht mehr. Ich war wirklich komplett am Ende. Diese Prüfung werde ich auch nicht kommentieren. Ich denke, das spricht hier soweit für sich. Und mit der zweiten Reiterin in der Bahn ist das auch alles besprochen. Ich darf das Videomaterial so veröffentlichen. Die Dressurreiter A und ich war einfach nur happy und ich glaube meine Mitreiterin auch, also die beiden haben es wirklich, wirklich gut gemacht und ja, am Ende des Tages haben wir dann zusammen den zweiten und den dritten Platz belegt, Aristan und ich haben eine 7-3 bekommen und ich hätte, glaube ich, nicht glücklicher sein können. So, und jetzt geht's direkt ab in die Siegerehrung. So, wir sind ja wieder im Auto. Ich melde mich auch mal wieder zu Wort. Ich habe kurz Kräfte gesammelt und war 2 Minuten im Delirium. Und jetzt habe ich mir gedacht, ich kann noch mal eben kurz was erzählen. Meine Caps sind natürlich auch 7:30 hier auf meinem Kopf, aber meine Haare kann ich auch wirklich keinem zumuten, nachdem wir jetzt hier 2 Tage unterm Helm waren. Die kennen das ja nicht. Ja, also dafür, dass gestern wirklich total Ausfall war und wirklich überhaupt, ne, ihr habt sie gesehen, bin ich heute wirklich echt zufrieden gewesen. Die erste Prüfung war mir natürlich noch so ganz entspannt. Ich wollte erstmal durchkommen und gucken, wie es überhaupt ist, wenn man das Pferd in der Prüfung reiten kann. Das war gut. Ich habe mich da auch ganz fit und ganz wohl gefühlt. Dann haben wir noch ein bisschen Kraft getankt und ja, sind dann frohen Mutes in die zweite Prüfung rein. Und mit der Note bin ich auch wirklich mehr als zufrieden. Wir haben unser Schleifchen gekriegt, wir haben unser erstes Turnierwochenende überstanden und alles gut. Es hatte seine Höhen, es hatte seine Tiefen, alles, was dazu gehört. Also mehr ging nicht. Und ja, wir planen jetzt die nächsten Turniere, damit wir hier ein bisschen mehr reinkommen in die ganze Geschichte. Und Tine macht irgendwann auch mal ihren Hängerführerschein, damit ich dann nochmal an dieser Stelle sitzen kann, wenn das Pferd hinten dran klemmt. Und ja, das ist der Stand. Wir fahren jetzt in den Stall und laden das Pferd ab und nehmen Duschen, Futter und tralala. Aber ich glaube, das filme ich jetzt nicht noch extra, weil das wird uns alles viel zu lang. Ja, haut rein. Man sieht sich. Tschüss.